Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3 in der YouTuber-WG in China. So, und Koki versucht sich gerade hier ein bisschen mit einkaufen, aber irgendwie finden wir hier nur komisches Zeug. Wir haben Koi gefunden, ja, für Koi. Was habt ihr zu verkaufen? Nur Bücher? Oder habt ihr was Interessantes auch? Ja, mal gucken, weiß ich nicht selber. Einfach mal gucken. Schnapppfanne und Frühlingslallen. Und Kleinkinder und Essstäbchen. Boah, ist das teuer. Ja, bist du. Simfu. Kicks in der Luft. Alter, das sind Preise. Nee, danke. Wo finde ich denn hier... Gibt es nur die drei Läden hier oder gibt es hier... Gibt es auf der anderen Seite auch noch Geschäfte oder so? Ich weiß nicht mal, wo ich ein Zelt kaufen kann. Was ist das hier? Herrscherplatz. Klingel, nee. Wo kann ich denn hier den Zelte und so ein Zeug kaufen und den Rest? Moment, was sehe ich hier? Was sehe ich hier? Ah, ich glaube, hier sind wir richtig. Du, geh mal hier hin. Und er isst einen Gemüseburger. Das ist super. Objekte kaufen. Ah, ich glaube, hier findet man ein paar gute Sachen. So, was macht denn der Sniper überhaupt? Der schlägt sich da gerade mit einem Bekannten rum. Komm, der könnte aber eigentlich mal hier was kurz mal... Da kann er hier auch mal ein bisschen vorbeischauen. Der gute Sniper. So. Koki, dann kauf hier mal. Koki, was macht er denn? Ach, gell, jetzt. Was denn? Jetzt schmeiß den Teller weg, ist doch egal. Stell ihn einfach auf den Boden und ist doch wurscht. Ja, genau, stellen einfach hier hin, den wird schon wieder jemand anders wegräumen. Das kann doch dir egal sein, wir sind im Ausland, da brauchen wir uns nicht benehmen. So. Lalalala. Und Kamera, bleib jetzt doch mal drauf. So, jetzt. Hallo, was gibt's denn bei euch zu kaufen? Gibt's da hier irgendwas Schönes? Also was Praktisches auch zum Kaufen? Ja, ja, bei uns gibt es viele schöne Dinge zu kaufen. Qualitativ minderwertige getrocknete Lebensmittel. Expressdusche. Zelt von Pfadzimder. Pfadzimder. Habe die Ehre. So, Schnapptastisch Sensicam. Feuerwerk, goldener Drache. Was gibt's denn? Ah, Trainingspuppe. In den Wagen legen, da brauchen wir unbedingt eine. Schlagbrett. Die nehmen wir auch mit. Super. Glückskeksebäcker. Nee, brauchen wir nicht unbedingt. Nostalgierad. Ehrenräucherwerkhalter. Feuerwerk, goldener Drache. Komm, nehmen wir auch mal mit. Ein Zelt nehmen wir noch mit, warum auch nicht. Expressdusche nehmen wir auch mal eine mit. Getrocknete Lebensmittel, naja, brauchen wir nicht unbedingt. Sollen wir sowas auch noch mitnehmen? Ehrenräucherwerkhalter, ich weiß zwar gar nicht, was das ist, ja. Oder Yingyang Zhu's Truhe. Die klingt interessant, die kostet auch nicht so viel. Komm, nehmen wir mit. 1765. Passt schon. Dann haben wir hier was Schönes gekauft auch mal. Ein Marktbesuch kann mit seinen unzähligen Bildern und Gerüchen überwältigend sein. Diese einzigartige Änderung hat alle Sinne von Sniper Fox erst angesprochen. Schön. So, zum Basiscamp zurückgehen. Und das wird der Sniper jetzt auch mal machen. Ich glaube, die müssen nämlich mal ein bisschen pennen gehen. Und was ich mich aber ganz ehrlich frage, wie hat denn der Sniper seine Karre überhaupt hier mitbekommen? Das ist mir gerade so ein bisschen ein Rätsel. Aber gut. Tarnkappenkarre in China. Und ja, da will er unbedingt den Koki überfahren.
Jetzt schon zum zweiten Mal probiert das. So, und jetzt. Auf den Berg, auf den Berg. Tal auf, Tal ab, Tal auf, Tal ab. Wo läuft denn der hin? Ach so, der läuft hier außen rum. Ja, schön, 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 schön. Gut, die haben ein bisschen Hunger und müde. So, jetzt haben wir ja noch 2 Tage übrig. Da können wir natürlich... Ja, der erste Tag ist schon vorbei. Die Tage sind hier ja relativ kurz. Können wir uns ja noch in ein kleines Abenteuer stürzen. Mal schauen, was uns da noch so begegnen wird. Lalalalala, Stiege rauf, Stiege rauf, Stiege rauf. Stiege rauf, Stiege rauf, Stiege rauf. Stiege rauf, Stiege rauf, Stiege rauf. So, und jetzt hier. Was essen, was essen, was essen, was essen. Da gibt's hier. Komm, Snack essen. Eine Dosensuppe. Der Koki springt mal aufs Töpfchen und... Ja komm, Dosensuppe. Heute gibt's 2x Dosensuppe. Und dann passt das. So eine schöne chinesische Dosensuppe mit Fisch und, weiß ich nicht, Hunde und Katzen. Schön klein gewürfelt. Ja, scheint den Sniper doch recht gut zu schmecken. Ja, gut, ist auch die Ein-Mann-Packungen von der Bundeswehr gewohnt. Da muss er natürlich sowas ja ohne Probleme vertragen. So, und ich höre hier Musik, die mir gerade gar nicht passt, weil da schmeißt mir dann YouTube wieder ein Content rein. Wo ist denn hier böse Musik? Hier, ausschalten. Oder können wir ja ein bisschen... Komm, machen wir einfach mal. Was haben wir denn drinnen? Ach, schön. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Da muss ich gar nicht viel reden, das ist schön. So, wo sind denn die? Ah, okay, er ist hier. Die haben sogar ein Einzelzimmer. Das ist ja super. Boah, ist ja aber volles Haus. Ist ja hier. So, Sniper Fox, er ist da, schläft auf einem Gemeinschaftsgrundstück. Er wird sich immer an die plötzliche Müdigkeit erinnern, sodass es ihm ganz einfach egal war, wo er schlief. Der schläft ja in einem Bett. Verstehe ich gerade nicht. Schlaft ja eh in einem Bett. Tu gerade so, als wenn man hier auf dem Boden schlafen würde. Naja, wahrscheinlich sind die Betten zu bequem. So, komm, da will ich nochmal. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Tag. Sparring mit jemandem. Ja, ich würde sagen, die könnten doch mal hier eine kleine Sparring-Runde veranstalten. So, hier hingehen. Du, hier hingehen. Und dann verprügelt euch mal ein bisschen. So, Cookie, komm. So, wie kann man denn hier jetzt? So, stopp. Der will schon wieder Buch lesen. Piepups. Sparren. So, kommt jetzt. Hier. Okay, mach mal ein Sparring. Hula! Was?
So, und jetzt. Ha, ja. Oh, ha, hey. Hey, ha. Hey. Ja. Ha. Hey. Ja. Ha. 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 Hi, hi. So, wer hat jetzt gewonnen? Keiner. Hey, ha! Hey, hey! Huha! Ha, hi! Hi, yo! Huja! Tala, tala, la! Hey, ja! Huha! Hey, ja! Hi! Daddy! Huha! Ja, ist ja nicht schlecht. Die machen ja beide gar keine schlechte Figur. Oh, jetzt hat Sniper Cookie aber jetzt reinbekommen. So, komm jetzt! Hier! Mortal Kombat! Huha! Jetzt bräuchte ich den Radio eigentlich ein bisschen in der Nähe. Das wäre jetzt doch episch. Mit Schlagbrettern trainieren will er. Gleich wie er, ha! Ah, ja. Wow. Sparing mit jemandem. Ja, sollen sie mal. Machen sie doch. So, was denn jetzt? Ach, wie schön. Cookie hat's eben mit Sniper Fox erster gesperrt. Ein freundlicher Kampf ist eine schöne Erinnerung für das Album. Und Sniper Erster hat soeben einen Sparring-Wettkampf gegen Cookie verloren. So eine Niederlage wird man nicht so schnell vergessen. Ja, mal ganz ehrlich, der Cookie hat ja auch schon vorher angefangen zu trainieren. Der ist ja schon eine Stufe über Sniper. Cookie Trinke hat Sniper Fox Erster besiegt. Ergebnis 2:1. Ja, aber immerhin. Der Sniper hat sich gut gehalten. Und der macht hier gerade den Killer-Kranich oder so. Ach, schön. Oh, jetzt. Hallo? Ach, jetzt. So, ja. Aber er freut sich trotzdem. Das ist schön. So, Energie aufladen. Aha, nee. nach Hause zurückkehren. Ja, das werden wir ja noch machen. Aber. Jetzt erstmal kurz hier, mal kurz frühstücken. Die haben sich ja beide heute jetzt schon. Nee, lieber doch nur ein Snack. Das geht ein bisschen schneller hier kurz. Beide mal ein Müsli. Und dann anschließend schauen wir doch durch ein kurzes Abenteuer. Schauen wir doch mal. Boah, aber die beiden, die hauen schon mächtig auf die Kacke. Also, Herbert, hier steht ein neuer Gegner. Ja, und der Sniper, der braucht's eh für seine Arbeit. Der muss das ja von beruflichen Dingen aus, muss der das ja können. Aber die beiden machen ja gar keine schlechte Figur. Das könnte der Chrom eigentlich auch trainieren. Dann könnte er nämlich, vielleicht seine Ermittler-Dingens. Hey, ich hab dich voll mitten in der Brust getroffen. Ja, aber meine Muskeln haben alles abgehalten. Naja, Hauptsache, ich muss mir keine Kunstbinde anziehen. Das ist doch. Mir egal. So, und zwar werden die jetzt nochmal kurz auf ein kleines Abenteuer aufbrechen, während der Sniper hier. Was hat er bloß mit diesem Buch? Ich verstehe es nicht. Egal. So, das heißt, die werden mal kurz eine Gruppe gründen. Und dann zu einem kleinen Abenteuer in China aufbrechen. An der Tafel hier.